Hallo zusammen und willkommen zurück hier. Die NF Marsch ist wieder da und ja, mit einer neuen Map-Version sind wir unterwegs. Werden wir uns gleich im Detail mal angucken, was es denn Neues gegeben hat. Ich will jetzt erstmal hier ganz kurz schauen. Das hatten wir ja heute Morgen gefragt, ob das funktioniert, und funktioniert nicht. Also müssen wir daneben fahren und direkt auf die Plattform abladen. Ist aber auch kein Problem. So, das passt. Zack, zack. Weg. Können wir die zwei doch eigentlich auch noch draufschmeißen? Achso, wir haben keine Superkraft. So. Jetzt aber. So, wenn wir nämlich schon hier sind, das passt nämlich ganz gut. Die Futterfabrik wurde überarbeitet, unter anderem. Denn wir können jetzt hier zum Beispiel Mineralfutter herstellen. Und zwar brauchen wir da Kleie. Dazu kommen wir gleich. Wir brauchen Kalk, Hefe und Strom. Gut, Hefe haben wir nicht, Kleie haben wir nicht, Kalk könnten wir kaufen. Ja gut, schwierig. So, was hat sich noch geändert? Genau, die Düngerproduktion stellt jetzt Dünger aus Kompost her. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir was rüberbringen und wir könnten Flüssigdünger machen. Und das ganz Wichtige, wir sehen jetzt hier, wir sind auf Rot, weil wir jetzt hier auch Wartung brauchen. Und da wir Wartung nicht einkaufen können, müssen wir zwangsweise jetzt die Werkstatt bauen. Das wird jetzt eines der nächsten Dinger sein, die wir gleich in Arbeit nehmen. Vorher gucken wir aber einmal ganz kurz in die Mods rein. Denn bei den Produktionen hat sich wieder einiges getan. Gut, Brauerei, das kennen wir alles. Fermenter, die Futterfabrik, die Heutrocknung, alles bekannt. Hier, das Klärwerk ist zurück. Ist ein großer Brocken, würde ich aber gerne relativ schnell sogar bauen. Und zwar im Klärwerk kann aus Abwasser, dazu kommen wir gleich, Gülle, Gärreste mit Hilfe von Strom und Wartung, Wasser und Kompost produziert werden. Kompost ist immer gut. Abwasser. Abwasser kommt aus den verschiedensten Produktionen jetzt raus, unter anderem. Und es gibt Abwasserpumpstationen, so kleine. Da gibt es auf der Karte 5 Positionen, wo wir das platzieren können. Sehen wir aber auch alle später. So, was haben wir noch? Die Mehlfabrik ist auch neu. Mehlfabrik, Weizen, Roggen und Dinkelmehl produziert werden, Strom und Leerpaletten wird benötigt. Nebenprodukt entsteht Kleie. Die Kleie, die wir hier für das Mineralfutter brauchen. Also auch ein interessanter Punkt, auch wieder teuer, aber müssen wir sehen. Und eine Molkerei. Molkerei kann Milch, Wasser, Leerpalette, Strom, Karton und Papier, Butter, Vollmilchsahne, Joghurt und Quark produziert werden. Da wir weder Milch noch Karton noch irgendwas haben, wird es das erstmal nicht geben. So, was haben wir sonst noch? Sägewerk. Die Werkstatt, genau. Die müssen wir gleich bauen. Ja, sonst ist alles geblieben. So, die Werkstatt. Ist die Frage, wo hin mit der. Oh, guck mal, die hätte. Nee, das ist, da ist es schlecht, weil wir da ja ranfahren mit den Ballen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da am Hof irgendwo ein Plätzchen finden. Das müsste. Ich hoffe, dass ich richtig bin zum Hof. Ich glaube, ich bin schon zu weit. Hier ist der Hof, guck mal. Ja, man könnte sie. Ja, guck mal. Jetzt ist die Frage, wo haben wir da Trigger? Der ist hier auf der Seite. Weil wir müssen da ja das Ding auch befüllen.
Aber komm, wir können die doch wirklich, warte mal, den freien Modus einmal anmachen. Ach, der springt so wegen der Laterne. So, hier hin. Zack, komm. Ist erledigt. Da steht unsere Werkstatt. Ja, da müssen wir von hier hinten ranfahren. Das ist aber auch kein Problem. So, die Werkstatt. Diesel und Strom macht Wartung. Diesel, Strom und Bretter machen mehr Wartung. Auf jeden Fall müssen wir die Wartung verteilen. Das heißt, wir brauchen irgendwie Diesel. Wir brauchen Diesel. Und dann nehmen wir doch einfach mal kurz den da und holen uns das Dieselfass. Oh, sollte aufgetankt werden, muss entladen werden. Oha. Da sind ja, Fuel Empty. Der Drescher hat es dann doch nicht geschafft. Mist. Ja gut, dann können wir, wenn wir jetzt eh Diesel holen, direkt auch nochmal zum Feld fahren und den Drescher auffüllen. Oh, und auf der 50 sind wir fertig. Was auch immer die 50 war. Ich glaube, das war das Ansehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, oder war 50 das Dreschen? Warte mal, der Drescher steht auf der 59. Also ist 59 ist das Dreschen. Gut, da müssen wir dann auf jeden Fall selbst gleich hinfahren. Warte mal, wir machen das aber so. Halt. Das da, wir tanken. Ich hoffe nur, dass die Tankstelle wirklich, die Tankstelle sage ich schon, das Fass hier steht. Aber ich meine, wir haben das hier stehen lassen. Tankstelle Süd, Diesel zu Feld 59. Hier, ja, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, also wir müssen wirklich gucken, dass wir uns an dieses Labor jetzt ranarbeiten. Es war nicht geplant, dass wir die Werkstatt kaufen müssen, aber tja, ist halt so. Gut, was haben wir denn sonst noch? Du bist doch fertig, Kollege. Du brauchst gar nicht mehr weitermachen. Das war irgendwie Sehen auf Feld 50. Wo haben wir denn noch was zum Sehen? Und wenn du auf der 50, guck mal, die 64 Weizen. 64 Weizen. Das machen wir doch. 64. Ja, manchmal muss man zweimal klicken. So, dann können wir genau Bahnhof. Das wollte ich mir auch mal angucken. Da soll wohl ein bisschen Platz gemacht worden sein. Oh, guck mal, die Luzerne, die wachsen hier auch schön. Gucken wir mal. Ich glaube, hier ist so ein bisschen Deko-Zeug weggekommen. So. Weiter geht's. Wir können Kompost aus, nee, Dünger aus Kompost machen und dann müssen wir Kompost dahin bringen. Das machen wir jetzt. Das machen wir doch sofort. Jo, einmal darüber. Ja, und so langsam wird es auch schon wieder Abend hier.
in Nordfriesland. Man merkt, es wird düsterer. Also wir werden auch nicht mehr allzu lange hier in diesem Ingame-Tag arbeiten, denke ich mal. Oh ja, die Diesel wird schon getankt. Ja, das wird uns wieder umbringen, die Preise. Aber wie gesagt, wir brauchen es sowohl für die Werkstatt als auch für den Drescher. Wobei der Drescher aktuell noch fährt, interessanterweise, obwohl er Fuel Empty steht. Ja, sag mal, solange er fährt, ist es doch gut. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, für die Düngeherstellung mit Kompost brauchen wir auch Wasser. Das können wir ja dann danach noch fahren, wenn wir das hier erledigt haben. Oh Gott, ist das eng. Ah, ja, genau. Genau da steht na klar ein Baum. Aber ich denke mal, Kompost sollten wir genug haben. So, jetzt lass uns mal schauen. Die Werkstatt. Ach, wir müssen Strom auf Verteilen stellen auch wieder. Damit wir hier auch bei der Werkstatt reinbekommen. So, jetzt wollte ich hier genau. Dünger aus Kompost. Ach nee. Aber beim Flüssigdünger brauchen wir Wasser. Aber Flüssigdünger brauchen wir nicht. Guck mal, aus 1000 Kompost machen wir 1000 Dünger. 24 Zyklen, das heißt, wir machen 24.000 Liter Dünger alleine mit dem Kompost. Das ist gut. Das ist, glaube ich, sehr gut. Das heißt dann, ein so ein Anhänger voll reicht für 2 Tage. Das heißt, da kommen wir auch gut bei rum. Und das Geld wird immer noch weniger und weniger und weniger. Ja, dann können wir den nämlich rein theoretisch schon mal anschalten. Auch wenn wir noch keine Wartung haben. Dünger aus Kompost. Ja, Güter fehlen, ich weiß. So, und wir können aber mal gucken, unsere Zuckerfabrik hat schon Abwasser produziert. Das ist halt auch was sehr Gutes. Das heißt, das Klärwerk muss kommen. Oh, aber ich weiß nicht, wie wir das alles finanzieren sollen. Genau, wir wollten doch düngen noch, glaube ich. Haben wir das nicht gesagt? Da waren noch so ein paar Düngemissionen, Feld 32. Müssen wir mal da rum. Oder hatten wir noch eine Düngemission? Andere hatten wir nicht angenommen. So, komm, dann mach du mal darüber. Ja, du musst auch getankt werden, ich weiß. So, wir könnten aber, um Wartung ein bisschen schneller zu produzieren, holen wir hier mal kurz 2 Paletten Bretter raus. Und die tragen wir mal kurz hier zur Werkstatt rüber. Dann können wir nämlich da den zweiten Bereich nehmen, sozusagen. Dass wir also mit Diesel und mit dem anderen Ding.
Und eben mit Brettern, damit wir mehr oder schneller Wartung produzieren. So. Das heißt, hier kommt noch Diesel, also die Werkstatt. Die machen wir auch schon mal an. Wir haben halt noch keinen Strom. Und was wäre jetzt hier noch? Brot und Käse. Gut, das haben wir definitiv nicht. Das wird also auch nichts werden. So. Ach ja, du bist gleich voll. Dann kannst du nämlich weiterfahren. Die Sämaschine kommt hier ran und wird befüllt mit Saatgut. Die kostet auch Geld. Oh, wir werden ärmer statt reicher. Das ist nicht so geplant. So, wir können mal gucken, wie sieht es denn aus? Werden unsere Zuckerrübenfelder im nächsten Monat reif? Ja, die werden auf jeden Fall, da haben wir richtig was zu tun dann. So, und hier haben wir ja einmal Weizen angesiedelt. Hier oben, das müsste Roggen sein. Genau. Da haben wir nämlich für die eventuellen Kauf der Mehlfabrik dann noch etwas. Ah ja, guck mal, der war ja auch hier einmal zum Reparieren. Er ja, steht jetzt wieder alles gerade so ein bisschen kreuz und quer hier rum. Aber ich würde gern mit dem eigentlich auch noch düngen. Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Mission durchbekommen. So, der ist schon bei Feld 32. Sehr gut. Was ich na klar gar nicht geguckt habe, wie voll der ist. So, aber dann würde ich sagen, fangen wir mit dem unten an, auf der 54. Wir machen den aber so. 54 und Dünger, Abholung, Mineraldünger, los geht's. So. Die 32. Ja, ist zum Glück voll. Ist zum Glück voll. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier mal wieder ein bisschen selbst arbeiten und ja, düngen. Alles andere läuft im Hintergrund. Erstmal. So, die passende Arbeitsbreite einstellen. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir so viel wie möglich Geld generieren. Und das sind halt wirklich die Düngemissionen, ja, einfach das Beste. Gehen schnell und es kommt gut was bei rum. Und man kann eben zwischendurch auch mal sowas selbst machen. So. Das heißt, wenn wir mal jetzt so nochmal resümieren, Labor, Klärwerk, Mehlfabrik, das sind die nächsten Punkte, die irgendwie so auf der Liste stehen. Aber wie und wo und was sehen wir dann das nächste Mal, würde ich sagen. Für heute ist erst einmal Feierabend. Morgen früh sehen wir uns dann wieder um 5. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sage damit Tschüss, ciao, bye bye.